Schon morgen werden wir den nächsten legendären Raid-Boss, nämlich Kapukime, erhalten. Was kann das Ding? Ist es nützlich? Welche Counter benötigt man? Das neue Event? Und außerdem ein paar Dinge, die man nur noch jetzt machen kann, wenn man rechtzeitig damit fertig sein möchte für den Community Day und das Pokémon Go Fest. Und ich würde mal sagen, wir starten rein. Kapukime wird in den 5er Raid gelangen, sobald das Wasserfestival startet am 10. Mai um 10 Uhr. Bei mir ist leider die Ankündigung noch nicht da, obwohl in wenigen Stunden das Event irgendwo auf der Welt schon startet. Ja, Niantic kündigt das nicht so früh an. Wenn bis dahin die News noch da ist, werdet ihr das sowieso schon gesehen haben, weil Saniel es ans Video dran geschnitten hat davor. Doch, Kapukime ist vom Typ Wasser und Fee. Die einzigen Schwächen: Elektro, Pflanze, Gift. Und gleichzeitig wird auch Mega Turtok in den Raid kommen. Turtok vom Typ Wasser, Schwächen: Elektropflanze. Wenn man also Gift einfach außen vor lässt, kann man sich ein einziges Team erstellen für beide Pokémon. Für das Legendäre und für das Mega-Pokémon. Jetzt fragt man sich, okay, wieso sollte ich Mega Turtok raiden? Naja, ich werde bis dahin wohl mein Mega Turtok auf Level 2 haben. Dann gibt jedes Wasser-Pokémon eine erhöhte Chance auf XL und 50 Erfahrungspunkte extra. Und das hört sich doch gar nicht so verkehrt an. Im Gameplay werde ich nämlich auch mit meinem Mega Tauboss rumlaufen, welches bereits auf Level 2 ist, und manchmal werde ich das dann einblenden bzw. ohne Schnellfangtrick zeigen, dass man sieht, Bonus-EP und dass da auch relativ häufig ein XL-Bonbon dabei ist. Denn für das Pokémon Go Fest will ich mindestens eines auf Level 3 haben. Das wird dann mit Milza ordentlich reinzünden. Aber zurück zu Kapukime. Beim Fangen ein 100er, ohne Wetterboost 16,32 und mit Wetterboost Regen bedeckt. Entweder oder, 20,41. Ich will es gleich direkt frei raussagen und die Party damit zum Platzen bringen. Für den Raid und für die Arena ist das definitiv kein nützliches Pokémon. Da müssen wir nichts durchrechnen, nicht den Taschenrechner rausholen, irgendwelche Kampfsimulationen. Das Ding ist viel zu defensiv und teilt sogar weniger Schaden aus als manche von den schlechtesten Wasser-Pokémon, wo man es gar nicht erwarten würde. Und für Typ Fee hätte es zwar Mondgewalt, doch keine Fee-Sofortattacke. Entweder Aquaknarre oder Kraftreserve. Und soweit ich weiß, kann Kraftreserve nicht vom Typ Fee sein. Jo, genau, also das hätten wir schon mal abgehakt. Und anhand der WP sieht man auch, sehr defensiv. Und was heißt das? Es ist gut für PvP, nämlich vorrangig die Superliga, zum Teil auch für die Hyperliga. Doch bis es soweit ist, müssen wir das erstmal besiegen. Also sehen wir uns an. Couple of Gaming haben hier dazu geschrieben, 2 bis 6 Trainer. Das stimmt. Mit 2 Personen ist es machbar als kleine Herausforderung und vermutlich ultra knapp, wenn man den Freundesbonus hat, die Top-Angreifer, ein Mega-Pokémon am Start, paar Kryptos und vielleicht sogar noch Wetterboost. Dann kann man es als Herausforderung zu zweit schaffen. Doch grob gesagt würde ich schon mindestens 3 Leute einpacken, ganz klare Nummer, und bis 6 Personen so in etwa. Das wird mal eine angenehme Abwechslung nach Megalatias und Megalatios mit 80.000 Wettkampfpunkten. Da wird sich das anfühlen wie ein Spaziergang im Park, glaube ich. Genau, Mega-Pokémon kann man verwenden, Mega-Bibor. Da taucht ja die Energie bei Arenen einfach so auf wie Sand am Meer. Das sollte jeder haben. Ich werde jedoch mit Mega Voltenso spielen, denn ich stehe kurz vor Mega Level 2 und der Community Day im Mai. Da bin ich mit dabei. Typ Gestein und Elektro. Da möchte ich ein Level 2er haben. Alternativ auch Ampharos oder Aerodactyl für den Kleinstein Community Day möglich. Und dann blenden wir mal Krypto und Mega-Pokémon weg. Mit diesen Countern wird es dann schon relativ knifflig zu dritt, wenn man die echt alle nur unter Anführungszeichen, das soll nicht abwertend klingen, nur auf Level 40 gepusht hat. Könnte knapp werden, aber dann noch ein Freundesbonus dazu, das eine oder andere Mega-Pokémon, dann klappt das auch ganz bestimmt zu dritt. Ja, jetzt habe ich gesagt, es ist gut in der Superliga, doch wir haben ein Problem. Die Fangwettkampfpunkte, selbst die schlechtesten IV, 15,56. Was machen wir da nun? Wir müssten uns also eines über den Feldforschungsdurchbruch holen. Da sind die nämlich Level 15 und etwas niedriger. Moment, ich höre aus der Regie. Es gab schon ganz lange keine Legendären mehr und die wird es auch nie wieder. Okay. Achso, ich habe heute übrigens in der Wildnis schon wieder 7 Feldforschungsdurchbrüche gefangen. Alola Slimer, richtig selten. Was man also machen muss,
Man muss es über einen Tausch erhalten und hoffen, dass die IV schlecht werden. Und man sollte auch hoffen, dass es nicht zufällig ein Glücks-Pokémon wird, denn ansonsten wird es wieder über die 1500 kommen. Denn in der Superliga ist es wirklich nicht so schlecht. Es ist so defensiv und das ist perfekt. Genau das möchte man haben. Jetzt kann man natürlich argumentieren. Wieso möchtest du Kapukime haben, wenn es Azumarill gibt, mit denselben Typen und einfach noch stärker? Ja, stimmt. Es hat leider unter Anführungszeichen Aquaknarre als Sofortattacke und nicht Blubber. Doch die Ladeattacken sind Surfer, definitiv. Und als zweite Attacke entweder Mondgewalt oder Eisstrahl, je nachdem welches Team man hat. Was man da bevorzugt, würde ich persönlich empfehlen. Also sagen wir so, es ist ein anderes, etwas schlechteres Azumarill, welches jedoch je nach Situation vielleicht auch Vorteile haben kann in der Superliga. Und in der Hyperliga braucht man es vielleicht nicht unbedingt im Repertoire. Und von der Meisterliga möchten wir erst gar nicht sprechen. Da sprechen vermutlich die Zahlen schon für sich. Auf Level 40 kommt das Ding auf 2857 Wettkampfpunkte und auf Level 50 auf 3230. Also ich meine, das sagt nicht alles aus, diese WP. Doch wenn es dagegen die ganzen 4500er Pokémon antreten muss, ja. Also Raid, unbrauchbar, Superliga, ja, Hyperliga, Meisterliga, Also man merkt eventuell auch daran, dass ich am Anfang direkt wieder über Mega-Entwicklungen und so gesprochen habe. Ich bin komplett begeistert von dem Update. Mach jeden Tag sämtliche Entwicklungen, schaue immer, dass die Ruhephase gut aufgeteilt ist. Na und das Pokémon Go Fest. 4. Juni, also wirklich nicht mehr lange. Ich habe es mir angesehen und ausgerechnet, wenn ich jeden Tag mein Latias entwickle oder Latios, dann komme ich in etwa punktgenau auf Level 3, sobald das Event am Start ist. Und ich habe mich hierfür entschieden, für Latias Latios, Typ Drache, Typ Psycho. Die erhöhte Chance auf XL, die wird, glaube ich, richtig reinpfeffern, dann mit 25%. Und ja, die EP, deswegen mache ich es nicht unbedingt, muss ich sagen. Plus ein normales Bonbon auch noch obendrauf zu dem einen, welches man sowieso auf Level 0 auch schon hat oder auf Level 1. Und wieso genau diese Typ-Kombi? Drache für Milzer unter anderem und vorrangig, da hätte ich gerne XL. Und Psycho deckt auch einiges ab, so bei allen Stunden. No. Plus Incognito. Da habe ich jetzt einen 100er bekommen. No. Und ja, einfach so aus Spaß an der Freude genügend XL, um das auf Level 50 zu bringen. Wieso denn nicht? Ansonsten haben wir hier, keine Ahnung, Girafarig, Molimor, aber einfach so ein paar andere Spawns, die auftauchen und die zufällig auch Typ Psycho sind. Jedoch muss man nicht genauso machen wie ich. Eventuell sagt jemand, oh, Lavita unbedingt oder Quiekel oder Hydropi für einen Sumpex oder dies oder das. Irgendeine Mega-Entwicklung und die auf Level 2 dann zu haben oder Level 3 für das GoFest ist auch nicht so verkehrt. Hat man noch fast einen Monat Zeit, sich da vorzubereiten. Und wenn ich keinen Tag auslasse und irgendwann vergessen sollte, habe ich bis dahin mein Level 3er Mega Latias 100% IV. Na gut, für die Folge soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.